Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichkugel, begrüße ich ganz herzlich auf unserer gemeinsamen 76. Eichkugelwanderung am Freitag, dem 5. Juni 2020. Ich sitze zwischen Eichkugel und Anhänger auf einem Baumstamm. Es ist sehr gemütlich und gehe auf den verschlungenen, lauschigen Waldwegen durch den Wienerwald, die ja hier fast alle angelegt worden sind von den Landschaftsarchitekten des Fürsten von und zu Liechtenstein. Dabei denke ich natürlich als gebürtiger Steirer, als Walmödlinger und gebürtiger Steirer, Sie sehen es an meinem grünen Wams, dass ich ja als Steirer ausgewiesen bin, denke ich nach über die Beziehungen vom steirischen Liechtenstein zum österreichischen Liechtenstein. Also Steiermark und Österreich waren ja im Mittelalter noch zwei getrennte Herrschaftsgebiete. Und die steirische Burg, heute Burgruine Liechtenstein, liegt in der Nähe von Unzmarkt im oberen Murtal. Diese Burg Liechtenstein war die Heimat von Ulrich von Liechtenstein, einem steirischen Politiker und Minnesänger. Als Politiker war er sehr einflussreich, er war so etwas wie ein Finanzlandesrat, also ein sehr hochrangiger Politiker. Und als Minnesänger war er einer der bedeutendsten, die diese Gattung geschaffen, weitergetragen und geprägt haben. Sie sehen also, es war schon im Mittelalter in Österreich üblich, dass höchstrangige Politiker auch professionelle Musiker waren, nicht nur im heutigen Österreich. Das Werk von Ulrich von Liechtenstein kennen wir sehr genau, da es zu großen Teilen in der manessischen Liederhandschrift aufgezeichnet ist. Es würde sich fast einmal lohnen, einen eigenen Eichkugelwandertag einzulegen, nur um die Odyssee der manessischen Liederhandschrift in Europa zu beschreiben. Das ist großartig. Seit etwa 200 Jahren ist sie wieder in Nürnberg und dort können wir dann sie bewundern und die Werke von Ulrich von Liechtenstein nachlesen, singen. 1814, nur ein Jahr nach der Fertigstellung des Husarentempels, des zweiten Husarentempels, der in Stein ausgeführt war, hat der Johann der erste von Liechtenstein gesagt, da gibt es in der Steiermark eine Burg, die heißt Liechtenstein und die gehört nicht mir. Das ist mir irgendwie ungeheuer. Dann hat er sie gekauft und hat den Besitz der steirischen Liechtensteins und der österreichischen Liechtensteins in seiner Hand vereint. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Freitag und freue mich sehr auf ein Eichkugelwochenende mit Ihnen morgen und übermorgen. Hoffentlich etwas besserem Wetter, sodass wir ein bisschen in die Ferne schauen können.